Wir haben jetzt gerade an sich nur erfahren, was wir jetzt hier machen müssen. Wir müssen drei Leute suchen. Nihal war auf einmal da, ja genau. Mit der haben wir uns ja gestritten. Und dann sind wir jetzt zurück in unser Bruderschaftshaus und haben nochmal mit Roshan gesprochen, unserer Ausbilderin, und mit, wie hieß er da? Der hier. Fulat. Und die haben uns jetzt gesagt, was wir quasi als nächstes machen müssen. Viel mehr hast du gar nicht verpasst. Und ich werde jetzt aber nicht mehr groß Story machen heute. Ich werde noch ein bisschen so Kram sie machen. Für die Trophäen und so. Dachte ich gerade. Wobei das mit den Trophäen, das wird schon nochmal ein gutes Stück Arbeit. What? Verdammt, ich muss fliehen. Wo? Das geht besser. Das war abhauen. Sind noch einige. Warte mal, ich mache eine Pause. Sind noch einige Trophäen. Also, die hier sind versteckt noch, weil Story-Missionen, also Story-Trophies, die gucke ich mir jetzt auch nicht an. Genau, höchsten Rang der Verborgenen, denke ich mal, kriege ich auch automatisch, wenn ich die Story durch habe. Alle Fertigkeiten, da fehlen mir noch Fertigkeitspunkte für. Waffe vollständig verbessern. Da muss ich noch ein paar Nebenquests machen, damit ich den Anleitungssatz bekomme. Also du brauchst immer ein paar Materialien und halt so eine Schriftrolle, wo halt draufsteht, wie das geht. Und die kriegst du halt durch Quests. Beide Verkleidungen, die kriege ich, glaube ich, einfach im Laufe der Story. Alle Aussichtspunkte fehlen mir noch. Der in der Mitte ist halt super krass bewacht. Das ist nicht so einfach. Alle Gebiete vollständig erkunden. 10 Nebenmissionen machen. 7 verlorene Bücher sammeln. Alle Hilfsmittel vollständig verbessern. Kann ich jetzt auch noch nicht. Fehlen mir noch Materialien dafür. Die kriege ich aber zum Beispiel auch bei den Nebenquests. 75 Wachen mit Wurfmessern töten. Das hier ist gegen irgendein, ich weiß nicht, ob das ein Tier ist oder so, gegen irgendwas Bestimmtes kämpfen, keine Ahnung. Geld sparen. Leute bezahlen. Das will ich aber erst machen, wenn ich sie brauche. Wachen töten, während ich in der Menge untergetaucht bin. Ist auch irgendwas Verstecktes, keine Ahnung. 10 Minuten im offenen Kampf, 20 Gerüste zum Einsturz bringen. Also ein bisschen was ist schon noch zu machen. Aber das geht gerade alles nicht mehr in 2 Minuten zu erledigen. Ja. Ja, so Sammelkram, Schrägstrich. Du musst halt den Kram machen, um die anderen Sachen fertig zu kriegen, sozusagen. Kannst du nicht nach oben gehen?
hier ein Fenster, wo ich ein Messer durchschießen kann? Warte mal, was hier? Bemerkst du den Waffen? Oh Mairo, mein Freund. Wie es aussieht, entsprechen die neuen Klingen nicht den Anforderungen. Ich glaube nicht, dass sie für die Elitewachen des Kalifen geeignet sind. Wir müssen dieses Versagen schnellstmöglich wieder gut machen, um unser beider Willen. Ich habe erst 3 von 6 Truhen in dem Gebiet. Weil ich muss diese ganzen Aufgaben da rechts machen. Ich brauche alle Ausrüstungstruhen, alle verlorenen Bücher, muss alle Rätsel finden, alle Artefakte finden. Das Problem ist, die Bücher werden mir nicht alle angezeigt. Also, ich kann so Karten kaufen, damit die mir angezeigt werden. Aber das Geld will ich mir sparen. Ich glaube, ich werde dann eher offline. Wenn ich das dann alles mache, nehme ich mir so eine interaktive Karte dazu. Und gucke mir an. Wo die ganzen Sachen sind. Also der Schnellreisepunkt hier fehlt mir noch. Aber das ist halt Sperrgebiet und ich glaube, hier drüben ist auch noch einer irgendwo, weil das Stück von der Karte fehlt mir ja auch noch. Würde ich auch so machen? Ja, ich meine, es gibt diverse interaktive Karten zu dem Spiel, wo mir alle möglichen Standorte angezeigt werden. Von daher nutze ich das dann auch. Aber das ist halt... Hier bei dem Typ kannst du Karten kaufen, aber das Geld spare ich mir. Und das Absammeln von den ganzen Sachen und so, das mache ich dann ganz gemütlich offline vom Sofa aus. Freue ich mich auch schon drauf. Genau, ich überlege trotzdem gerade, ob wir es nochmal versuchen, den Schnellreisepunkt freizuschalten. Schnellreise nicht verfügbar, weil ich im Sperrgebiet bin. Ist ja aber nicht das Problem. Am besten wäre, man kann einfach von einem Schnellreisepunkt wie Spider-Man sich so eine Leine, so ein Seil spannen und einfach rübergehen. Da hoch müssen wir. Oh, wir werden gesucht. Ja, ich bin gleich nicht mehr gesucht. Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Er hat ein schönes Stück Land. Lieber verborgen bleiben. Muss kurz was trinken, Chat.
bist du, meine kleine Gazelle? Wo genau sind die jetzt gerade hergekommen? Aus der Wand? Haben die sich hier im Busch versteckt gehabt? Ach, wo hast du dich verkauft? Genug. Noch mehr Zeit verschwenden wir nicht. Die haben sich ziemlich gut getarnt. Who are you, Lakdion? Kein Interesse. Hau ab! Hä? Ich musste keinen Skillcheck treffen? Seit wann das? Entschuldigung. Es kratzt gerade wieder. Okay, also wir probieren mal hier hochzukommen. Es geht nämlich schon damit los, dass man hier nirgendwo so einfach reinkommt. Ich kann hier nämlich nirgendwo hochklettern. Oh, ist das, weil ich das gerade gelevelt habe? Dass ich manchmal keine Skillchecks mehr habe? Beim Clown? Ja, man kann es ausstellen, das stimmt. Aber ich habe es angelassen. Also, ein bisschen Nervenkitzel muss schon dabei sein. Aber normalerweise habe ich immer Skillchecks gehabt beim Clown und jetzt ja manchmal nicht mehr. Weißt du, du kannst immer überall hochklettern, aber hier stellst du dich an wie der erste Mensch, Bassi. Oh. Ob ich hier meinen Vogel fliegen lassen kann? Ich bezweifle es. Okay, geht. Wahrscheinlich, weil ich gerade keine Quest habe hier. So, das ist bloß so eine Hilfsmittelkiste. Oh, bin ich doof. Ich wollte nicht pfeifen. Hat das jetzt jemand gehört?
lieber die Augen offen. Hä? Wer? Jetzt sind wir lieber die Augen offen gehalten. Da ist noch einer. Merkwürdig. Hey, was? Man sagt, es lebten Hunderte im Harem, fernab von den Blicken der Männer. Dieser Ort könnte noch geheimer sein als Alamut. Boah, wieso drücke ich denn jetzt immer die falsche Taste? Ja, die Dark Pictures-Reihe müssen wir echt noch weiterspielen. Ich fand Band of Medan echt cool. So, das Problem ist, hier komme ich nirgendwo hoch. Hier kann ich nirgendwo hochklettern. An diesem Tempel. Oder doch. Ich muss nur noch höher. Man of Medan habe ich, glaube ich, auch nur über einen Freundepass gespielt, oder? Oder hatten wir das beide? Ich weiß gar nicht. Nico sagt beide? Bin mir unsicher. Aber das lässt sich ja rausfinden. Auf jeden Fall müssen es aber, glaube ich, wenn dann beide auf derselben Plattform spielen. Hier ist ein Buch. Irgendwo.